Hey YouTube! Nach einem kleinen Trailer erfahren wir, was sich in diesem Päckchen hier befindet. Bleibt dran! Und damit herzlich willkommen zurück! So, packen wir das Ganze mal aus. Ratzfratz. Und zwar das Steelbook von The Expendables 2. Unsere Söldnertruppe meldet sich zurück. Na, schon ein bisschen länger. So neu ist der Film ja auch nicht. Das Ganze kommt hier im Steelbook rüber. Moment. Das müsste man das Ganze hier nur noch aufkriegen. Ja, den kann man auch abknibbeln. The Expendables 2 im Super Steelbook. Back for War. Wir haben einmal den Hauptfilm. Und einmal das Bonusmaterial, was genauso lang geht wie der Spielfilm an sich. Der Spielfilm geht knapp 100 Minuten und das Bonusmaterial 94 Minuten. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, aber ich glaube nicht. Dafür ist die Kamera zu blöd. So schaut das ganze Innenleben aus. Recht akzeptabel. Kann man nicht meckern. Hätte ruhig so ein bisschen mehr in Farbe sein gekonnt. Ja, The Expendables 2, worum geht's? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das ist schon so ein bisschen länger her, wo ich den Film geguckt habe. Ich kann mal kurz vorlesen, was da steht. 100% schlagkräftige Action, 100% knallharte Muskelmasse, 100% kochendes Testosteron. The Expendables sind zurück und diesmal nehmen sie es persönlich. Unter der Regie von Genrespezialist Simon West, The Mechanic, Con Air, liefern Sylvester Stallone, John Rambo, Rocky Balboa, Arnold Schwarzenegger, The Last Stand, Terminator, Bruce Willis, Looper, Stirb langsam, Dolph Lundgren, Universal Soldier, Chuck Norris, Missing in Action, Jet Li, Romeo Must Die, Jason Statham, The Transporter, Crank, Jean-Claude Van Damme, JVCD, Wake of Death, Schlag auf Schlag, okay, Schlag auf